Herzlich willkommen zum Forum, meine Damen und Herren. Ich muss heute sehr aufpassen, dass ich nicht völlig in diesem Sessel hier verschwinde vor lauter Ehrfurcht, denn wir haben heute einen wirklichen Weltstar zu Gast. Eine der besten Geigerinnen dieser Welt, Julia Fischer, ist bei uns. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Solche Titel mögen Sie gar nicht so gerne. Weltstar und Wunderkind hat man sie früher immer genannt. Ja, Wunderkind, das war ganz schlimm, weil man assoziiert den Begriff Wunderkind ja mit Wolfgang Amadeus Mozart. Und der wesentliche Unterschied zwischen Mozart und den meisten anderen, auf die dieses Wort verwendet wird, ist ja, dass ich habe ja nie komponiert. Also das Wunder bei Mozart war ja, dass er komponiert hat und selber was geschaffen hat. Und letztendlich habe ich ja nur wiedergegeben, was andere geschrieben haben. Und insofern fand ich das schon als Kind total albern. Also ein bisschen komponiert haben Sie mal, habe ich gelesen. Ach nee, also wirklich nicht. Ich habe ein bisschen Kadenzen geschrieben für die Violinkonzerte von Mozart. Aber das ist ja kein Komponieren, das ist völlig anderes. Mozart selbst war ein guter Geiger gewesen. Spürt man das als Geiger? Nicht unbedingt jetzt in seinen Werken. Also ich bezweifle nicht, dass er ein guter Geiger war, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, das kann nur ein Geiger geschrieben haben, was er geschrieben hat, nein. Sie sagen über sich so ganz bescheiden, ich bin Geigerin, ja? Aber Sie sind auch Pianistin, muss man sagen, und zwar eine grandiose. Ich habe eine DVD gesehen, da haben Sie Krieg-Klavierkonzert gespielt, ja. Und im Programm vorher, Nacht vor der Pause, da haben Sie ein Violinkonzert gespielt. Sie sind Professorin, also das heißt, Sie unterrichten junge Geigerinnen und Geiger, Mutter von zwei Kindern, Superfrau. Und wenn ich Sie so sehe, ich habe mir gedacht, und ich habe viele Interviews gelesen, die Frau hat überall zugegriffen, ganz oben in der Schublade. Optisch, musikalisch, von der Intelligenz her, Sie haben ganz kluge Interviews, geben Sie. Gibt es irgendeinen Makel an den? Haben Sie wenigstens einen schiefen Zahn oder irgendwas? Haben Sie irgendetwas, was nicht bestimmt perfekt ist? Aber das werde ich Ihnen ja jetzt nicht unbedingt verraten müssen. Aber es gibt auch Bereiche, wo ich zum Beispiel komplett unbegabt bin. Ich bin wahnsinnig schlecht im Malen, Zeichnen, bildende Künste und so. Da bin ich total unbegabt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da überall ein totaler Überflieger war. Aber fast überall. Ach, weiß ich nicht. Jetzt sagen Sie, und mathematisch sind Sie, glaube ich, auch sehr begabt. Naja, ich bin mathematisch vorbelastet. Mein Vater ist Mathematiker. Der hätte jetzt nicht unbedingt zugelassen, dass ein Kind von ihm nicht mathematisch begabt ist. Dann hätte der wäre die Decke hochgegangen. Also es war zum Beispiel bei uns zu Hause auch total üblich, dass man beim Sonntagsfrühstück irgendwie Mathematikaufgaben löst oder so. Beim Sonntagsfrühstück? Ja, total also normal. Rechne mir das und das aus, sonst kriegst du kein neues Brötchen? Oder wie lief das? Nein, wir haben gar schon Essen gekriegt. Während wir halt unser Brötchen kauten, wurden dann irgendwelche mathematischen so Denkaufgaben, die uns wahnsinnigen Spaß auch gemacht haben, also mein Bruder und ich zusammen, haben wir dann gelöst. Also, ja. So wie das Rennen zwischen der Schildkröte und dem Hasen. Und die Schildkröte kann nicht Hasen. Also ein Beispiel war zum Beispiel ein halbes Huhn, ich an einem halben Tag ein halbes Ei. Wie viele ganze Eier legen 5 ganze Hühner in 5 ganzen Tagen? Ja. Können Sie einen Reifen wechseln am Auto? Könnten Sie das? Also tatsächlich ist es so, dass mein Bruder, als ich so, da war ich, nein, mit 20 habe ich Führerschein gemacht, also das muss da gerade gewesen sein, im tiefsten Winter, das war wirklich so minus 15 Grad, ich hätte es nie vergessen, so am Weihnachtsvorabend hat er gesagt, so, du musst jetzt auch mal lernen, wie man Reifen wechselt. Und wie immer, natürlich, meine Mutter hatte im Dezember noch nicht die Reifen gewechselt, Winterreifen drauf, und dann haben wir dann abends, schon im Dunkeln, hat er mich dann dahingestellt und dann musste ich dann die Reifen wechseln, ja. Also nicht mal da kann ich Sie erwischen. Ich glaube nicht, dass ich heute noch Reifen wechseln könnte. Es ist kaum zu glauben. Und ich kann nicht einparken. Sie können nicht einparken. Das geht ja heute, gibt es ja Autos, die können das alleine. Wissen, haben Sie das mal gesehen? Ja, habe ich gesehen. Haben Sie so ein Auto? Sowas nicht, aber ich habe schon Einparkhilfe vorne und hinten. Ja, es piept und das ist auch gut so. Ich habe früher mal gedacht, das ist so ein Blödsinn. Mittlerweile bin ich auch froh, wenn ein Auto sowas hat. Ja, also ich kann ohne dem nicht einparken. Ja. Sie haben ja nicht nur ein Auto, das piepst, Sie haben auch zwei Violinen, mit denen Sie spielen. Eine alte, eine Guadagnini. Guadagnini, Ja, 1742. Ja. Und Sie haben eine relativ moderne Geige. Die sind jetzt bei Ihnen zu Hause? Ja, die sind bei mir zu Hause. Im Panzerschrank? Na, bei mir zu Hause. So, ich werde jetzt hier nicht verkünden, wo die sind. Ich hätte jetzt auch nicht gefragt nach dem genauen Code. Den wollten Sie nicht wissen. Ah, dann ist ja gut. Ja. Nein. Und das sind ganz bewusst Geigen, also eine alte, eine sehr schöne alte Geige und eine neue. Wann spielen Sie welche? Also in der Regel spiele ich die Guadagnini von 1742. Das ist mein Instrument seit
ja, 10 Jahren jetzt. Und ich spiele das Instrument auch sehr, sehr gerne. Aber es gibt auch Momente, wo man sich so eine moderne, gesunde, junge Geige wünscht. Zum Beispiel bei Open-Air-Konzerten, wenn man viel fliegt auf Tournee. Wenn man nach Russland einreisen muss, dann ist es schön, wenn man auch eine moderne Geige hat. Und ich spiele die moderne Geige wahnsinnig gerne. Also manchmal passiert es auch, dass ich so, ich weiß nicht, mittendrin in einer Tournee plötzlich sage, jetzt wechsle ich mal. Und das ist dann interessant, dann wechsle ich die Geige während der Tournee und in der Regel bemerkt es weder Orchester noch Dirigent. Also dann, das ist dann wieder der leuchtende Beweis dafür, dass es relativ egal ist, was für ein Instrument man spielt, solange das Instrument gesund ist. Also wichtig ist, dass es ein Instrument gut trägt, dass es laut ist. Und den Rest kann dann eigentlich schon ein Geiger selber steuern. Das heißt, die Qualität der Geige liegt auch in der Lautstärke, die sie produzieren kann? Ja, also das wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, es geht nicht um die Lautstärke. Wenn man vor einem Orchester steht und ein Violinkonzert spielt und hinter einem sind 100 Musiker, dann möchte man ja irgendwie auch durchkommen, man will ja gehört werden. Und man kann da auch natürlich viel verändern mit Saiten, mit wie der Steg eingestellt ist und was für einen Bogen man spielt. Aber diese Grundlautstärke, die hat ein Instrument oder sie hat es nicht. Also da muss man nicht drum herum reden. Sie haben ja ein Quartett, ein eigenes. Mhm. Also was heißt ein eigenes? Spielen natürlich ja, die hören mir alle, mit. Die drei Jungs hören mir. So ist es nicht. Aber sagen die nicht, Mensch Julia, du bist wieder zu laut, wenn sie gewohnt sind, eigentlich Säle mit 2.000, 3.000 Zuhörern zu füllen? Also die anderen Mitspieler, ja. Sind auch laut. Sind auch laut. Der zweite Geiger ist Sascha Sitkowetzki, der auch im Übrigen eine Guadagnini spielt. Das ist ganz lustig, das sind quasi Schwesterngeigen. Unser Bratschist ist Nils Mönkemeyer, also da müssen bekannt, wir ja auch nicht über die Lautstärke reden. Und unser Solo-Cellist, unser Cellist ist Benjamin Niffenegger, der ist stellvertretender Solo-Cellist bei der Tonhalle Zürich. Und ausgerechnet unser Cellist, der Benny, ist ein großer Fan vom Lautspielen. Also insofern, in der Regel bei den Proben sagen wir, Benny, du bist zu laut. Es ist eigentlich nie so, dass ich zu laut bin. Wenn ich in so ein Quartettkonzert Kammermusik hineingehe, ja, da habe ich immer das Gefühl, da muss man ganz nah dran sein. Also es macht 10-mal oder 100-mal mehr Spaß, wenn man das alles so wirklich hautnah mitbekommt. Man sieht die Schweißperlen und dann gucken die sich so an und schmunzeln sich an, wenn was schiefgegangen ist. Mhm. Das, so eine Qualität habe ich in der Kritik gelesen. Sie schmunzelten mal, als ein Kollege irgendwie daneben gegriffen hat. Ist das eine Qualität? Ja, die Coolness, also nicht einen Schreck zu bekommen oder entsetzt zu gucken, sondern das Musik auch mit einer gewissen Leichtigkeit zu betrachten. Gibt es Säle, wo Sie sagen würden, die sind zu groß für unser Quartett, da würden wir gar nicht reingehen, denn da sind wir nur so klein, da vorne auf der Bühne? Also haben wir bis jetzt nicht erlebt. Wir haben jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele Konzerte gespielt. Also wir hatten bis jetzt 2 Tourneen und in der Regel werden wir dann auch nicht in die Berliner Philharmonie gesteckt. Also man spielt dann meistens im Kammermusiksaal der Häuser. Und amüsanterweise ist mir das Gegenteil schon passiert. Nicht beim Quartett, aber beim Rezital oder auch beim Trio-Konzert, Geige, mit dem Klavier involviert ist, Geige, Klavier, Cello, dass die Säle tatsächlich für mich zu klein waren. Weil wenn man dann gewöhnt ist, natürlich immer vor dem Orchester zu stehen und in 2000 Mann-Sälen zu spielen, dann ist es für mich umgekehrt sehr schwierig. Also wenn ich dann plötzlich vor 200, 250 Leuten spiele, dann merke ich schon, dass ich mich irgendwie sehr darauf einstellen muss. Das ist für mich, geht für mich nicht natürlich. Also eigentlich ist umgekehrt für mich schwieriger. Aber die Lautstärke allein ist wahrscheinlich nicht das Argument gewesen, warum Sie sich diese Guadagnini gekauft haben. Was macht denn die Qualität dieser Geige aus? Sie hatten ja mal eine Stradivari als Leihstück. Mhm. Die spielt, glaube ich, Arabella Steinwacher jetzt zurzeit aktuell. Die kam aus Japan von einer Stiftung. Und Sie haben immer gesagt, ich will eine eigene Geige haben. Stradivari ist noch mal ein Stück teurer als die Guadagnini. Aber was hat Sie überzeugt an dem Instrument? Was muss da so passieren, wenn man sich da nähert? Das ist nicht unbedingt, nähert? Das kann man nicht unbedingt in Worte befassen, beschreiben. Also man nimmt ein Instrument in die Hand und die Klangschönheit spielt natürlich schon eine Rolle. Ist das der Klang, den ich suche? Ist das, das gibt mir die Geige die Möglichkeiten, die ich als Musikerin auch suche? Ich bin prinzipiell, ich war von der Stradivari nicht so ein großer Fan. Ich habe die Geige natürlich sehr gerne gespielt, das ist ein super Instrument. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Geige mir den Klang erzwingt und nicht unbedingt umgekehrt. Also die Guadagnini ist nicht so bestimmend, wie die Stradivari es war. Und es ist auch kein Geheimnis, ich bestimme schon gerne selber.
Lieber habe ich ein Instrument, was ich sehr formen kann. Sie können da mehr machen. Ist das auch ein Grund dafür? Vielleicht habe ich es falsch gesehen, aber ich habe gesehen, dass Sie zwar alle großen Violinkonzerte eingespielt haben, aber das von Beethoven nicht bis jetzt. Ja. So, jetzt gibt es Sänger zum Beispiel, die sagen, Beethoven ist jemand, der so genau weiß, warum dieser Ton an dieser Stelle sein muss, dass man da nicht viel machen kann und muss. Man ist festgelegt ein Stück weit. Ja, also für das Violinkonzert trifft das jetzt nicht zu. Gerade das Violinkonzert, da variieren da die Interpretationen unglaublich. Das merke ich selber auch, wenn ich das Violinkonzert spiele, weil auch die Dirigenten das komplett unterschiedlich sehen. Also ich habe das schon mit Juri Timirkanow gemacht, der natürlich schon, das klingt klischeehaft, aber er hat einen gewissen russischen Zugang zu der Musik. Und dann habe ich es mit Esa-Pekka Salonen in Wien gemacht, dann ist das wieder völlig anders. Also bei Beethoven variieren die Interpretationen schon sehr. Und es ist eigentlich total unlogisch, dass ich das Konzert noch nicht aufgenommen habe. Ja, vor allem deswegen, weil ich kein Violinkonzert so viel gespielt habe. Also ja. Beethoven ist tatsächlich das Instrument, das Konzert, was ich am meisten in meinem Leben gespielt habe. Und auch die meisten Tourneen. Aber es gab nicht wirklich die Begegnung mit einem Dirigenten und einem Orchester, wo ich gesagt habe, das ist exakt das, wie ich das möchte. Also ja. Es hing nicht so sehr daran, dass ich mich noch nicht dafür bereit gefühlt habe, sondern mehr an dem Partner für das Konzert. Und ich wollte es aufnehmen mit David Zinman, gebe ich offen zu, aber David hat gesagt, er hat das schon mit drei Geigern aufgenommen, schon dreimal aufgenommen, er will einfach nicht mehr. Und dann geht die Suche halt weiter. Also wer jetzt Dirigent ist, ein tolles Orchester hat vielleicht die Chance, mit dem entsprechenden Angebot zu kommen. Aber jetzt mal unter uns so, ist schon das Tollste, oder? Beethoven, Violinkonzert? Oder was sticht das? Das ist für mich so die CD, die ich mitnehmen würde auf die berühmte Insel. Ja? Ja, finde ich, hier gibt es so Kraft. Das ist wie so, wie man das Handy leer, 0%, steckt man ein und dann hört man das und plötzlich ist man wieder da. Ja, also dem widerspreche ich überhaupt nicht. Aber es gibt auch, also Beethoven und Brahms finde ich sehr schwierig, gegeneinander auszustechen. Also da bin ich mir nicht sicher, für welches Violinkonzert ich mich entscheiden würde. Brahms hätte ja beinahe ein zweites geschrieben, das wissen Sie. Der hat dann so Kritiken bekommen, schlechte fürs erste, dass er leider die Notiz. Apropos Kritiken, ich habe mal gelesen, Sie haben mit 13 mal eine schlechte Kritik bekommen. Eine Schande für diesen Menschen, ja. Und haben dann einfach Sie waren ja nicht im Konzert. Also. Ja, doch, das kann einfach nicht anders sein. Und Sie haben dann aber nicht mehr gelesen. Sie haben dann einfach gesagt, nö, das tue ich mir nicht mehr an. Na, also so schlau war ich damals nicht, so schlau war meine Mutter. Die hat dann gesagt, also das lohnt sich nicht, dass ich dann mit drei Tagen weinend durch die Gegend laufe. Haben Sie gemacht, drei Tage? Also ich war sehr getroffen. Ich war tief getroffen. Das war die erste schlechte Kritik, die ich bekommen hatte. Und das hat mich schon sehr verletzt, weil es auch eine verletzende Kritik war, muss man dazu sagen. Es gibt ja verschiedene Arten, Kritik zu äußern. Und was ja immer ganz, eigentlich auch gemein ist, ist, wenn der Kritiker persönlich wird. Also die Persönlichkeit des Musikers sozusagen ist nicht dafür geschaffen, um auf der Bühne zu stehen. Und das war das eigentlich. Das hat er geschrieben? Naja, nicht so direkt, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was er geschrieben hat. Es hatte irgendwas damit zu tun, was natürlich dieses heutzutage weiß ich, es ist klischeehaft, aber es ist halt dieses, ja, technisch zwar perfekt, aber musikalisch nichts zu sagen. So. Und das ist ja diese Kritik, die also wenn einem Kritiker nichts einfällt und er will irgendwie doch schlecht schreiben, es hat ihm wohl doch nicht gefallen, dann ist das ja in der Regel die Kritik, die dann kommt. Ja. Und wenn man das dann mit 13 hört, so man hat musikalisch nichts zu sagen, ja, darauf reagiert man jetzt nicht so gelassen. Und daraufhin habe ich dann bestimmt 4-5 Jahre gar keine Kritik gelesen. Also ich glaube erst so mit 18, 19. Also ich kann auch anfangen, alleine zu reisen und dann nach einem Konzert, wenn ich irgendwo in der Stadt war und es waren halt 4 Abo-Konzerte, dann beim dritten Abo-Konzert kriegt man ja schon die Kritiken vom ersten und dann hat man mir die dann in die Hand gedrückt und dann fing ich wieder an zu lesen. Und heutzutage mit Internet ist es ja sowieso was anderes. Man kann mir nicht entgehen. So nee, da schickt ja jeder jedem die Kritiken und man kriegt das dann alles auch mit. Ja, Sie selbst sind Ihre eigene Kritikerin auch. Ich habe gelesen, Sie sind selten zufrieden mit sich. Stimmt das? Oder ja, ist das zufrieden ist vielleicht der falsche Ausdruck.
ich bin nicht diejenige, die nach dem Konzert unglücklich im Hotelzimmer sitzt und verzweifelt ist über die falsche Note. Das und ich denke, eigentlich bin ich noch viel besser. Nee, also das überhaupt nicht. Ich glaube, dass ich schon ziemlich gelassen bin, auch nach dem Konzert und auch wenn was schief ging. Übrigens, ich lächle nicht nur, wenn bei anderen was passiert, sondern in der Regel auch, wenn mir was passiert. Also es gibt Fehler, die ärgern einen natürlich, aber dann gibt es auch die Fehler, die passieren und es ist halt so und das kann ich dann auch nicht so, da kann ich dann auch über mich selbst irgendwie lachen. Und ich bin schon jemand, der nach dem Konzert oder eigentlich schon während des Konzerts darüber nachdenkt, was ich anders machen könnte, wollen würde, was hat funktioniert, was hat vielleicht nicht so funktioniert. Also ich habe immer den Eindruck, dass ich auf einem Weg bin und nicht am Ziel. Das schon, insofern bin ich immer selbstkritisch, ja. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich unzufrieden bin, dass ich dann irgendwie da unglücklich rumsitze. Haben Sie denn jemanden drin sitzen, auf dessen Meinung Sie großen Wert legen? Es gibt schon Kollegen und auch manche Familienmitglieder, die sich dann auskennen, bei denen ich natürlich sehr zuhöre, natürlich, klar. Müssen die sehr diplomatisch sein oder können die sagen, also Julia, an der Stelle, da hast du, da musst du nochmal oder so, dürfen die direkt sein? Die dürfen schon direkt sein, natürlich, klar. Also gibt für mich keinen Grund, nicht eine direkte Kritik anzunehmen. Die Menschen kommen ja heute auf den Konzert und haben die Sachen auf CD oder heute MP3 oder was auch immer schon 10-mal gehört und erwarten oft leider, muss man sagen, eine Wiederholung dessen, was sie jetzt so im Ohr haben. Ja. So was Perfektes. Ja. Es tut mir leid für die Leute. Ich will auf eines hinaus, Ihre Kollegin Patricia Kopaczynska, ja, die hat so ein schönes Beispiel neulich gesagt. Die hat gesagt, ich bringe nicht den fertigen Kuchen mit, ich bringe die Zutaten mit. Und mit dem Zuhörer zusammen backen wir im Konzert den Kuchen. Das heißt, da ist ja wie so ein Dreieck, Komponist, Interpret und der Zuhörer, der muss ja eigentlich auch bereit sein, sich auf was einzulassen. Ja, der Zuhörer muss bereit sein, sich auf etwas einzulassen, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob ich diesem Beispiel genau 100% zustimme, weil was natürlich schon stimmt, ist, dass wenn ich ein Violinkonzert in Zürich spiele und am nächsten Tag in München und dann in London, dann entsteht das Werk natürlich jedes Mal neu. Ich werde auch beeinflusst durch den Dirigenten oder das Orchester, mit dem ich spiele. Ich kann gar nicht mit dem Dirigenten A die gleiche Interpretation haben wie mit dem Dirigenten B. Und wie gesagt, wenn ich selber gespielt habe heute Abend, dann denke ich ja schon wieder darüber nach, was ich morgen anders machen will oder möchte. Nichtsdestotrotz, wenn ich dann geprobt habe und auch mich vorbereitet habe, dann gehe ich ja schon auf die Bühne mit einer gewissen Vorstellung von dem, was ich jetzt da präsentieren möchte. Es hat hundertprozentig nichts damit zu tun, was ich irgendwann vor 10 Jahren auf CD aufgenommen habe, das bestimmt nicht. Und ich versuche niemals eine Interpretation zu wiederholen. Also auch wenn ich ein Konzert gespielt habe, mir sage, ich war sehr zufrieden und es hat mir gefallen oder ich hatte den Eindruck, dass es hat funktioniert, dann am nächsten Abend versuche ich nicht, das wieder zu kreieren. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Also man muss es immer neu kreieren. Also es gibt keine endgültige Fassung für Sie, die dann ein für alle Mal steht und dann könnte man das wie so auf dem automatischen Klavier in so eine Rolle einspielen und dann ist das die Aufnahme von Julia Fischer. Das gibt's nicht. Das gibt es gar nicht. Dann bräuchte man mich auch gar nicht mehr. Dann kann ich es ja einfach dem Computer beibringen. Und es gibt auch nicht unbedingt die richtige Lösung. Also es gibt ja viele Fragen. Beethoven-Violinkonzert, das ist ja die ewige Frage. Ist der erste Satz in 2? Ist er in 4? Ist das ein romantisches Konzert? Ist es ein klassisches Konzert? Ist das irgendwo dazwischen? Ist es ein Übergang? Wir können mit Beethoven nicht telefonieren. Singulär, ja, das ist ja das, was bei Beethoven eigentlich immer ist. Das lässt sich ja nicht festlegen bei ihm. Gell? Ja, und es gibt auch Momente, also als ich auf Tournee war mit Juri Timirkanov, der machte den ersten Satz relativ langsam. Da bin ich in der ersten Probe, dann stimme ich nicht unbedingt zu. Aber man ist dann auf Tournee über 7 Konzerte und dann, der macht das ja nicht langsam, weil er sich gedacht hat, ich mache das langsam, sondern der hat sich ja was überlegt, ja, und weiß genau, warum er das genau so macht und nicht anders. Und wenn dann so ein großartiger Musiker neben mir steht, dann bin ich eigentlich immer sehr, sehr offen für dessen Meinung. Also ich höre mir das dann mal an und ich sage mir dann auch oft, gerade wenn ich eine Tournee habe und die Möglichkeit dazu habe, dass ich das erste Konzert mal abwarte.
Weil man kann eigentlich in der Probe selten abschätzen, ob das im Konzert funktioniert oder nicht. Und ja, ich habe dann wahnsinnig viel gelernt, ehrlich gesagt, unterwegs. Also es hat mich dann total berührt, auch Teil dieser Aufführung zu sein. Und wir sind dann auch sehr zusammengewachsen während der Tournee. Und ja, es hat mir sehr viel gegeben. Also Sie sind jemand, der schon seine Meinung gerne sagt. Auch wenn das ganz Große sind. Lorin Marcel ist so derjenige, der, wo man, bei dem man sagen kann, der hat sie sozusagen an die ganz große Öffentlichkeit gebracht. Mhm. Und auch dem haben Sie wieder Worte gegeben, weil Sie haben mal zusammen mit ihm, glaube ich, Doppelkonzert gespielt. Ja, aber da war ich 13. Also war da war ich einfach ein bisschen frech. Ja. Aber ich bin heute definitiv diplomatischer, als ich jetzt mit 13 war. Ja, ich bin noch immer nicht diplomatisch, aber ich bin diplomatischer. Und ich meine, Lorin Marcel ist ja auch jemand, der eine sehr ausgeprägte eigene Meinung hat, aber der in der musikalischen Zusammenarbeit auf mich nie arrogant war. Also er hört sich die Meinung des anderen schon an, er stellt dann vielleicht auch Nachfragen und sagt dann, ja, aber warum so und warum nicht so? Und er reagiert natürlich nicht so gut, wenn das nicht durchdacht ist, was man da von sich gibt. Aber ich hatte mit ihm nie Auseinandersetzungen. Ich muss sagen, er ist nicht nur Dirigent, sondern er ist auch ein Geiger. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch eine Sache, da haben wir mehr auf Augenhöhe, als wenn jemand von der Pauke ans Dirigentenpult gewechselt ist. Ja, also es ist schön, wenn der Dirigent auch von Geige Ahnung hat, das stimmt. Und ja, auch das Beispiel David Zinman, der war ja auch ein großer Geiger. Und das ist natürlich dann schön, wenn man dann auch über Fingersätze fachsimpeln kann und so. Aber zum Schluss bewegt man sich dann doch eigentlich eher in dem musikalischen Bereich und nicht unbedingt in dem technischen. Das heißt, es bedeutet mir nicht so viel, ob der Dirigent jetzt von Geige Ahnung hat oder nicht. Also die musikalische Aussage ist schon wichtiger. Aber das muss man erstmal erreichen. Also so über der Technik zu stehen, dass man sich nur noch auf die Musik beschränken kann oder beziehen kann oder das erweitern kann. Sie haben vorhin gesagt, diese Kritik, da stand drin, hat musikalisch nichts zu sagen. Ja. Das ist ein fürchterliches Urteil, denn worum geht es eigentlich in der Musik? Das eben, worum geht es Ihnen? Ja, die Musik. Ja, klar, aber was ist die Aussage? Also was ist dieses, sagen wir mal, dieser zeitlose Kern, der uns heute im 21. Jahrhundert noch berührt, etwas zu sagen hat, was ein Mensch bei Beethoven, sagen wir mal, ich glaube 1807 oder 10 oder sowas geschrieben, was dieser Mensch vor mehr als 200 Jahren sich ausgedacht hat. Na, es gibt ja diese, sagen wir mal, diese Fragen an die Menschheit, das klingt pathetisch, aber kann man ja nicht anders sagen. Ist was Pathetisches, ja. Die Allgemeingültigkeit haben durch alle Nationen und durch alle Zeiten. Das ist der gleiche Grund, warum wir heute uns noch mit Shakespeare identifizieren können. Und das Gleiche ist in der Musik oder sagen wir in der Kunst an sich ja auch. Es ist, ich glaube, das unterscheidet ja auch Unterhaltung von Kunst. Und der Unterschied liegt darin, dass es nichts Modernes ist, was heutzutage interessiert uns das und dann morgen nicht mehr. Das ist ja bei Beethoven nicht so, sondern es interessiert uns ja interessanterweise seit über 200 Jahren. Und es wird uns auch noch in 200 Jahren. In 2000 mindestens. Ja, wahrscheinlich 2000. Ja. Und das ist das, was mich als Musikerin oder sagen wir als Mensch auch am meisten fasziniert an der Musik, dass das etwas ist, was über Jahrhunderte hinweg immer noch Gültigkeit hat und immer noch, man stellt sich immer noch die gleiche Frage wie vor 100 oder 150 Jahren. Und wie kommen Sie diesem auf die Spur? Ja, halt üben, zumal als, nachdenken. Zumal als junger Mensch, Sie haben ja ganz früh angefangen, ich habe so eine Aufnahme gesehen, ganz goldig, als Achtjährige, Berriot, gibt es im Internet zu sehen. Ja, YouTube und so. Ganz, ganz wunderbar. Grüßen. Aber wie kommt ein junger Mensch, man könnte vorstellen, dass das so etwas von Altersweisheit ist, dass man das braucht, um das zu erkennen? Weiß ich nicht unbedingt. Also da unterschätzt man, glaube ich, auch junge Leute. Also es gibt sicherlich Werke, die ich mit 8 oder mit 10 gar nicht verstanden habe. Es gab die Werke, von denen ich dachte, dass ich sie verstehe, aber sie nicht verstanden habe. Aber es gab auch Stücke, zu denen ich einen Bezug hatte. Und gerade zum Beispiel Beethoven war tatsächlich einer der Komponisten, mit denen ich mich am meisten befasst habe als Kind. Gar nicht auf der Geige, sondern auf dem Klavier. Also ich war so 11 oder 12, da hatte ich bereits 10 oder 12 Klaviersonaten studiert. Also da hat man natürlich zu dem Komponisten auch ein anderes Verhältnis, als ich es gehabt hätte, wenn ich nur Geige gespielt hätte, in Anführungszeichen.
Und es gab auch Werke, die ich als Kind zum Beispiel, da hatte ich einen totalen Zugang. Ich erinnere mich an César Franck Sonate. Die habe ich das erste Mal gespielt, da war ich so 13, 12, 13. Und das habe ich total verinnerlicht und total begriffen, worum es in der Sonate geht. Und dann 5 Jahre später hatte ich zu der Sonate überhaupt keinen Bezug. Da hatte ich wahnsinnige Schwierigkeiten, sie auf der Bühne zu spielen. Ich habe mich da, ja, gelangweilt würde ich nicht sagen, aber ich fand die einfach nicht so wahnsinnig bedeutend. So. Und dann hat es auch Jahre gedauert, bis ich wieder einen Bezug zu der Sonate herstellen konnte. Also geht immer so in Wellen und hat mit dem Alter nichts zu tun. Das ist ja auch etwas, was an der Musik faszinierend ist, dass das Alter eben eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Ja, es ist was, ja, sagen wir mal, nicht nur Zeitloses, sondern auch Mentalitätsloses und auch was Landsmannschaften angeht. Also Menschen in China und Japan sind genauso begeistert von dieser Musik. Und das ist sozusagen das, was Sie herausbringen möchten. Da sehen Sie sich als Dolmetscher oder selbst als Instrument, mit einem Instrument? Ja, Medium eigentlich mehr. Ich bin ja das Medium zwischen Komponist und Zuhörer, unabhängig dessen, wo ich spiele. Und es ist, stimmt, es ist, in Hongkong trifft man genauso viele oder mehr musikbegeisterte Leute, Beethoven-begeisterte Leute als in Deutschland. Sie sind aufgewachsen in einer Familie, in der war Musik an der Tagesordnung. Ihre Mutter ist Pianistin und auch der Vater hat sich für Musik sehr interessiert. Und Sie haben das so schön oder beschreiben das immer so schön. Es war von Ihnen von vornherein klar, Musik gehört zum Menschsein, so wie Lachen oder Weinen oder solche Dinge. Jetzt gibt es viele Menschen, die dieses Glück nicht haben. Ja. Ja. Sie sind, und das finde ich sehr mutig, Sie sagen sehr deutliche Worte dagegen, gegen diese Popularisierung der Musik, um den Versuch, Menschen abzuholen, sagt man immer, über die Popmusik. Musiklehrer zum Beispiel sagen, also wir unterhalten uns jetzt nicht über Beethoven, sondern wir fangen an mit Musical oder mit Popmusik oder sonst was und hoffen. Wie würden Sie sich denn, sagen wir mal, eine Schule oder einen Musikunterricht wünschen, der allen die Chance gibt, Musik kennenzulernen? Zunächst einmal muss der Musikunterricht aktiv sein. Es macht keinen Sinn, sich der Musik nähern zu wollen, ohne selber Musik zu machen. Das bedeutet aber halt auch, dass man ein Instrument lernt. Natürlich kann man auch über Singen gehen, aber viele Menschen haben Scheu. Dann verliert man natürlich die Jungs zwischen 10 und 15. Deswegen bin ich der Meinung, dass einfach jedes Kind ein Instrument lernen soll. Jetzt sind wir aber dann beim nächsten Problem. Dafür braucht man erstens... Ein Instrument. Ja, man braucht sehr gute Lehrer, die auch die Kinder begeistern. Und was ich dann auch sehr oft feststellen muss, eine gewisse Angst bei den Eltern, ihr Kind zu überfordern. Und auch immer dieses in Frage stellen, soll mein Kind ein Instrument lernen oder nicht? Oder überfordere ich es? Oder ist es nicht so schwierig? Und heute hat es keine Lust zu üben. Heißt das dann gleich, ich muss aufhören? Wir würden uns ja nie die Frage stellen, wenn es ums Lesen und Schreiben oder Rechnen geht. Also wenn mein Kind keine Lust hat zu lesen und zu schreiben, dann sage ich ja als Mutter automatisch, wirst du aber lernen müssen. So. Und dann irgendwann mal kommt dann auch die Einsicht beim Kind. Glauben Sie? Ja. Naja, also wenn es ums Lesen geht, ja schon, oder? Also dann irgendwann mal stellt ja ein Kind fest, das mit dem Lesen ist ja gar nicht so verkehrt. So, liest vielleicht jetzt nicht jeden Tag 50 Bücher, aber es kann lesen. So. Und bei der Musik, denke ich, ist es ja das Gleiche. Also ein Instrument zu lernen, ist nicht immer nur Zuckerschlecken und es ist auch nicht immer nur einfach. Und wir brauchen, glaube ich, nicht mehr Berufsmusiker. Also es geht ja nicht darum, da irgendwie kleine Oysters heranzuzüchten, sondern wirklich nur darum, dass es zum alltäglichen Leben gehört, ein Instrument zu spielen und sich mit Musik zu beschäftigen. Und solange das nicht ins Bewusstsein der Menschheit kommt, wird es schwierig sein, Musik jedem nahezubringen. Ich glaube nicht, dass man das im Gymnasium durch eine Stunde Musikunterricht in der Woche auffangen kann. Das ist nicht möglich. Also es hat mich sehr gefreut, dass Sie immer gesagt haben, nö, also wenn ich Musik höre, also zu Hause höre ich ganz wenig Musik, haben Sie, sagen Sie in Interviews immer, aber ich gehe viel in Konzerte oder gehe auch in den zweiten Teil der Konzerte, wenn ich im ersten Teil gespielt habe. Und so von Pop und von all diesen Dingen, davon halte ich nichts, weil ich erlebe immer wieder Künstler, die verraten sozusagen ihr eigenes Metier, ja, die sagen, ja, in Wirklichkeit höre ich immer Heavy Metal und so und denke immer, bitte, was erzählst du denn für ein Zeug, das stimmt doch wahrscheinlich gar nicht und wenn... Doch, stimmt.
Gibt es das tatsächlich? Es gibt die tatsächlich, ja. Aber ich meine, das ist auch nichts Verwerfliches. Die Leute sollen doch hören, was sie wollen. Und ich habe auch nichts gegen Heavy Metal. Die Leute sollen auch Heavy Metal hören, wenn sie wollen. Aber das ist, ich glaube, in der Literatur ist es immer anschaulicher. Ich kann jemandem nicht Shakespeare nahebringen, wenn ich ihm Comics zum Lesen gebe. Das hat einfach miteinander nichts zu tun. Wenn ich möchte, dass jemand Shakespeare versteht, werde ich mich mit Shakespeare befassen müssen. Es wird anders nicht gehen. Ich kann auch nicht aus Romeo und Julia einen Comic machen und dann glauben, dass der Leser die Dimension von Shakespeare mitbekommen hat. Das geht auch nicht. Und das Gleiche zählt einfach in der Musik. Und ich habe nichts dagegen, wenn die Leute Comics lesen, aber es ersetzt halt nicht den Shakespeare. Und in der Musik ist es genau das Gleiche. Und das muss man auch mal richtig sagen. Ja, also ich werde vielleicht jetzt dafür mit Tomaten beworfen, aber es ist meine Meinung. Im Gegenteil, Sie bekommen Blumen von mir, dass Sie das sagen. Weil es ist ja schon schade, dass Kinder aufwachsen und das Gefühl haben, Deutschland sucht den Superstar, das ist Musik. Und gar nicht die Chance bekommen, muss ja nicht jedem zusagen, Klassik, muss man auch sagen. Nee, ja? Natürlich nicht. Der eine findet sich vielleicht im Jazz dann wieder oder sowas, aber dass er die Chance bekommt, das kennenzulernen, ja, das sollte eigentlich schon sein. Das sollte schon sein. Aber ich glaube, dass man das nicht unbedingt von den Schulen so verlangen kann. Also man kann von den Schulen viel verlangen und die Schulen können auch was auffangen. Aber dieses Identifizieren mit der Musik kommt letztendlich dadurch, dass man täglich Musik macht. Also wenn man es nicht einführen kann in den Schulen, dass man jeden Morgen miteinander Musik macht und das wird dann zeitlich einfach schwierig, dann müssten die Kinder ja den ganzen Tag in der Schule verbringen, damit man für diese Dinge Zeit hat, wird auch irgendeine Verantwortung bei den Eltern bleiben. Aber wenn die es natürlich nicht gelernt haben, wenn die nicht in der Musikerfamilie aufgewachsen sind, was sollen die dann weitergeben? Ja, es ist ein schwieriges Thema, das ist ganz richtig. Ja, aber da sind wir beim nächsten schwierigen Thema, nämlich dieses Crossover oder die Verpoppisierung von Klassik. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, da werden, sagen wir mal, die Leute, die so eine Affinität haben könnten, die interessieren sich dafür, die sagen, ach, da könnte was sein. Die werden da sozusagen eingesammelt und lernen dann das Richtige doch nicht kennen. Ja, das mit dem Crossover ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also ich bin ein totaler Gegner davon. Also Sie würden es auch nicht machen, wenn man sagen würde, hier Julia, hier liegt ein riesen Batzen Geld, denn da steckt ja viel Geld da drin. Ja, würde ich nicht sagen, machen. Mach ich nicht. Ganz sicher nicht. Will ich nichts mit zu tun haben. Nee. Furchtbar. Nee, also da gibt's ich weiß nicht. Das also Sie wissen, ich spiele jetzt auf einen Geiger an, der hat übrigens eine Geige von demselben fleißigen Handwerker, der im 18. Jahrhundert diese Geigen gebaut hat. Ja, also schön. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein Einstieg. Ja? Die gehen jetzt zu David Garrett und die gehen dann auch zu Julia Fischer, wenn sie hier im Herkules-Saal spielen. Also das muss man jetzt, wenn man schon den Namen fallen lässt, dann muss man ja ein paar Sachen sagen. Erstens einmal, David Garrett ist ja selber ein sehr guter Geiger. Das muss man ja sehen lassen. Ja. Er ist ein extrem guter Geiger und auch ein extrem gut ausgebildeter Musiker. Also insofern ist es ja schon mal schön, wenn so jemand auf die Bühne geht und die Leute gehen zu ihm ins Konzert. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich glaube, dass es auch ein bisschen sich selbst belügen ist, wenn man wirklich glaubt, dass man dadurch Leute zur klassischen Musik heranführt. Man führt sie nicht zur klassischen Musik heran, sondern man führt sie zum Crossover heran. Und das soll man auch dann einfach so sagen. Und ich kann mit Crossover nichts anfangen, weil ich ja die Originale immer kenne. Deswegen brauche ich das persönlich überhaupt nicht. Ich bilde mir auch nicht ein, dass dadurch, dass man 3 Minuten Crossover von Beethovens 9. dritten Satz spielt, dass deswegen die Leute am nächsten Tag gehen und sich die gesamte Beethoven 9. anhören. Das glaube ich auch nicht. Aber es steht mir auch fern, da jetzt irgendwie das zu verteufeln. Also die Leute gehen hin, die Leute haben einen schönen Abend, dann sollen sie das machen und sollen sie wieder nach Hause gehen. Aber sie sollen nicht behaupten, dass sie dann in einem klassischen Konzert waren. Das hat damit nichts zu tun. Warum gehen die Leute eigentlich nicht so ins Konzert? Vor allem viele junge Leute gehen nicht ins Konzert. Ja, weiß ich nicht. Ist es zu lang, sagen Sie mal? Ich denke immer, also jetzt Julia Fischer Violinkonzert würde mir ehrlich gesagt reichen. Ja? Dann nach Hause gehen, beschwingt, ja, beseelt, aufgetankt für den Rest des Jahres. Ja? Aber danach kommt dann immer noch irgendwas anderes. Ja, also ich glaube schon, dass wir auch nach anderen Konzertformen suchen müssen. Also es gibt bei der Tonhalle Zürich zum Beispiel, da bin ich ein totaler Fan von, die Lunchkonzerte. Die Lunchkonzerte laufen so, die sind, glaube ich, 12.15 Uhr und die sind gemacht für berufstätige Leute, die in ihrer Mittagspause 40 Minuten ins Konzert gehen. Dann kriegen sie dann noch schnell einen Imbiss und dann gehen sie zurück ins Büro. Ist auch so, dass wir spielen in normaler Alltagskleidung. Also, nicht irgendwie, also ich muss mich nicht umziehen extra. Niemand muss sich umziehen. Also wir gehen auch in Jeans auf die Bühne.
Wenn ich jetzt noch ein Trambahnticket hätte oder einen Parkplatz hätte, dann wäre das letzte Hemmung, ins Konzert zu ja, gehen. Ja, aber die Tram in Zürich funktioniert ja und die Leute kommen dann alle aus der Umgebung, ja. Kommen dann dahin, 12.10 Uhr sitzen alle im Saal, 12.15 Uhr gehen wir auf die Bühne, 12.45 Uhr kriegen die ihr Essen, 13 Uhr zurück ins Büro. Die ganzen Banker sitzen da, weil das sind ja am Ende der Bahnhofstraße, die Turnhalle, ja. Die ganzen Banker, die also dann anderen Leuten Tipps geben, wie man die Steuer vermeiden kann, die sitzen dann im... Genau, wir treffen uns dann anschließend. Das Sie gerne mögen? Also ich glaube nicht, dass das nur die Banker sind. Ich fand das Publikum dort immer sehr ansprechend, sehr enthusiastisch. Die haben sich auch gefreut, dass irgendwie so eine Abwechslung während des Tages, glaube ich, ist. Und hat mir persönlich gut gefallen. Dann haben die auch noch die sind halt in Zürich ein bisschen innovativer als wir hier, haben die noch die Abendkonzerte 22.30 Uhr. Das ist dann nur für junge Leute unter 25. Das ist dann auch nur eine Hälfte, 45 Minuten Konzert. Und anschließend wird die Turnhalle Zürich in eine Disco umgewandelt. Und das geht dann bis morgens um 3 und dann. Wann gehen Sie dann? Ich gehe gleich nach dem Konzert. Also ich bleibe dann da nicht. Aber es gibt sehr viele Orchestermusiker, die bleiben tatsächlich und feiern dann mit. Und manche spielen dann auch Jazz und amüsieren sich. Und ich glaube schon, dass diese Dinge auch wichtig sind. Also ich erinnere mich auch, dass ich das einmal gemacht habe, das Abendkonzert mit Schostakowitsch, ersten Violinkonzert. Da würde man jetzt ja nicht denken, dass das für das junge Publikum unter 25 genau das Richtige ist. Aber es war auch so, dass ich was über das Werk erzählt habe. Also ich bin erst mal auf die Bühne und habe dann was da geredet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. Und das hat wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Also ich habe das auch nicht lang gemacht, ich habe das auch nicht musiktheoretisch gemacht, sondern einfach 5 Minuten, was das Werk für mich bedeutet und was ich glaube, was es ausdrückt. Und dann haben wir es gespielt und es hatte unfassbaren Erfolg. Und man hat auch gemerkt, dass diese jungen Leute alle wahnsinnig ergriffen waren. Und ich glaube, dass solche Sachen auch wirklich wichtig sind. Ich gucke immer auf ihre Hände, ja, weil was die können, das ist unvorstellbar. Also das ist für mich, ist es ja die höchste menschliche Leistung, weil feinmotorisch gibt es, glaube ich, nichts, was so schwierig ist, ja. Und was so unglaublich ist. Und da läuft dann mit einer Geschwindigkeit etwas ab in Ihnen. Ja. Staunen Sie da selbst manchmal, dass das funktioniert? Sind Sie eigentlich da so in einer Art Trance, wenn Sie spielen, also ganz schnelle Stücke spielen? Nee. Oder sind Sie immer ganz klar, wissen immer, an welcher Stelle Sie in diesem Moment sind? Es hilft, wenn ich weiß, an welcher Stelle ich im Moment bin. Ja, ich bin dann schon auch Fan von, wenn ich eine gewisse Kontrolle auch auf der Bühne noch habe. Und also Sie sind nicht jemand, der so Augen zumacht. Es gibt ja auch Sängerinnen, Geigerinnen, die Augen schließen, die so in so einen. Sie sind schon immer da. Ja, also ich bin schon eigentlich immer da. Ja, also was ich oft nicht mitbekomme, ist das Publikum. Also ich bin sehr in so einer Blase mit Orchester und Dirigent oder mit Pianist und Cellist oder nur Pianist. Ich habe nicht unbedingt immer das Publikum im Kopf. Aber was mit den anderen Musikern ist und so, das kriege ich eigentlich schon immer mit. Die prägende Lehrerin dürfte Anna Kumatschenkova sein, ja. Mhm. Gibt es übrigens auch Aufnahmen mit ihr bei YouTube, habe ich gesehen, dass sie selber sehr, sehr gut spielt. Und die hat auch noch andere ganz grandiose Schülerinnen gehabt, also Arabella Steinbacher oder Wilde Frank zum Beispiel, hat mit ihr gearbeitet. Was macht die so erfolgreich? Was hat sie so? Ja, Anna Tschumatschenko ist eine ganz außergewöhnliche Person erstmal. Sie ist menschlich eine ganz einfach ein unglaublich warmherziger Mensch, sehr bescheiden. Geht ihr immer um die Musik, nicht um sich selbst. Es ging ihr auch bei ihren Schülern nie um irgendwelche, sich selber da zu verwirklichen oder sich selber da wiederzufinden. Sie sah sich immer als, so als Hilfe. Sie war nicht... Also Coach mehr so. Ja, und also sie wollte immer ihren Schülern oder will ihren Schülern helfen, so gut zu spielen wie möglich und als Musiker so weit zu kommen wie möglich. Aber sie war nicht autoritär oder ich habe sie überhaupt nicht als autoritär empfunden. Auch gerade in der Interpretationssuche nicht. Also sie ist sehr auch liberal, würde ich sagen, wenn man mit neuen Ideen kommt und... immer natürlich Notentext treu, das schon. Aber es ist überhaupt nicht so, dass sie zum Beispiel sagt, also diesen Fingersatz und diesen Bogenstrich so und so wird es gespielt. Das hat sie eigentlich gar nicht interessiert, welche Fingersätze oder welche Bogenstriche man macht, sondern man sollte das nehmen, was einem gut liegt, was einem
auch gefällt, was auch funktioniert natürlich. Und wenn man Probleme hatte, hat sie geholfen. Aber sie hat nie von oben irgendwie diktiert, es wird jetzt so gemacht und alle spielen bitte so. Also gar nicht. Und ja, auch in der, sie ist sehr ermutigend. Also sie ist, ich erinnere mich, dass sie sehr oft gesagt hat, ja, das kannst du, gehst schon mal auf die Bühne, kannst du schon mal spielen. Also sie hat immer so the big picture gesehen. Sie hat sie gleich verstanden, dass sie mal so eine ganz große werden? Hat sie das gleich gespürt? Das weiß ich nicht, das müssen Sie fragen. Aber sie hat immer von Anfang an, also ich bin mit 9 zu ihr gekommen und sie hat schon, als ich 9 war, nicht daran gedacht, was ist die nächste Woche oder was ist der nächste Monat oder das nächste Jahr, sondern was ist die nächste, das sind die nächsten 80 Jahre. Also das war mir ganz wichtig, das zu sehen. Und ich hatte meine ersten Erfolge im Wettbewerb mit 11 und 12. Und dann kamen so die ersten Konzerte. Und das im Nachhinein ist es wirklich fast grotesk, aber natürlich genial von ihr gewesen. Ich hatte so meine ersten Auftritte mit Lauren Marcel oder mit Yehudi Menuhin und Christoph Eschenbach. Also wirklich auch schon bei den großen Orchestern und den großen Dirigenten. Und es war ihr, sie hat überhaupt nicht gesagt, ja, da spielst du jetzt zum Beispiel Saint-Saëns 3, was ich beim Menuhin-Wettbewerb gespielt habe und auch wirklich konnte, sondern sie hat immer gesagt, ja, lernst du was Neues. Dann machst du ein neues Violinkonzert. Also ja, nicht wiederholen, sondern man muss Repertoire lernen, man muss weiterkommen, man muss sich weiterbilden. Und hatte dann zur Folge, dass ich zum Beispiel mit Lauren Marcel mein erstes Konzert, da habe ich La Campanella von Paganini gespielt. Das hatte ich 4 Wochen gelernt. Also das war wirklich nicht etwas, was ich irgendwie jetzt 4 Jahre jeden Tag 8 Stunden geübt habe, sondern es war total frisch. Und also keine Aufziehpuppe, die was abspült. Überhaupt nicht. Und Yehudi Menuhin hat mich eingeladen, mit ihm in Wien zu spielen. Da habe ich dann Beethoven-Konzert gespielt und das war halt das erste Mal, dass ich Beethoven-Konzert mit Orchester gespielt habe. Das war dann mit Menuhin in Wien. Und das ist nicht ganz schlecht. Ja. Das ist ein ganz kluger Mann. Ich hatte vor vielen Jahren mal die Gelegenheit, ein Interview mit ihm zu machen. Er hat mir einen Satz gesagt, den ich erst gar nicht so richtig verstanden habe. Ich habe ihn gefragt, was macht ihn Sorgen auf der Welt? Dann sagt er, dass die Politik und die Menschen keine Vision mehr haben. Dass die keine Vorstellung mehr haben, dass wir alle in einer schöneren, besseren Welt leben wollten. Ja. Dass man mit dem Status quo so zufrieden ist, genau. Ja. Ja. Also Menuhin war... Würden Sie unterschreiben auch? Ja, natürlich. Natürlich. Menuhin ist ja auch Lehrer meiner Lehrerin gewesen. Ja. Deswegen ist da war die Verbindung schon sehr früh natürlich da. Und er war ein großer Visionär. Ja. Julia Fischer, wir sind schon fast am Ende der Sendung. Sie haben 2008 gesagt, ich will auf jeden Fall Kinder haben. Etwas, was früher sich sozusagen fast ausgeschlossen hat. Entweder große Karriere oder Kinder. Sie haben gesagt, nee, denn darum geht es. Jetzt haben Sie 2 Kinder. Die werden sehr musikalisch aufwachsen, vermutlich. Ja, kann man nicht verhindern. Sehen Sie das schon so irgendwie? Also das Jüngste ist ja, glaube ich, 1 Jahr alt. Also wollen Sie haben, dass die Musiker werden oder... Also es ist mir völlig egal, was die beruflich werden. Die sollen glücklich werden. Ja, ich glaube nicht so wahnsinnig an Talent. Also ich bin jetzt nicht, ich glaube nicht daran, dass man jetzt bei den Kindern suchen soll und auch alles ausprobieren soll. Ist also mein Kind da? Also keine Helikoptereltern, die... Null. Nee. Null. Aber wie ich vorhin auch gesagt habe, ich denke, jedes Kind soll ein Instrument lernen. Das sehe ich bei meinen Kindern genauso. Ich werde da auch genauso drauf bestehen, dass sie ein Instrument lernen. Das ist ja ganz klar. Ich glaube aber, dass das letztlich mit der Berufswahl, da kann man nicht irgendwas vorher bestimmen oder sagen, das sollen die machen oder nicht. Die sollen den Beruf nehmen, den sie wollen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen. Dankeschön. Alles Gute fürs Familiäre und natürlich auch für die weitere berufliche Entwicklung. Alles Gute. Ja, und Ihnen, meine Damen und Herren, Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung.